Ich muss gestehen, ich hatte als Kind nie eine Konsole. Aber wir hatten einen PC. Während alle anderen den großen Nintendo-Sega-Krieg geführt haben, stürzte ich mich auf alle Spiele, die DOS zu bieten hatte. Werft mit mir einen Blick auf die Games, die mich beim Aufwachsen begleitet haben. Willkommen zum Call of Duty der späten 80er. Armeen treffen aufeinander, Körper explodieren, Bauern werden in den Boden gestampft, Könige in ihre Einzelteile zerlegt. Sage und schreibe 36 Kampfanimationen erwarten den Spieler. Und Schach lernt man auch noch nebenbei. Ah, Budokan. Kampfsport betreiben und dabei nur die Finger rühren. Zur Auswahl standen verschiedene Kampfgeräte, mit welchen man gegen den Computer oder einen Freund antreten konnte. Wer sich gewappnet fühlte, konnte zum Turnier gehen und sich gegen immer schwerere Widersacher beweisen. Die Steuerung über Cursor-Tasten und den Nummernblock habe ich nie begriffen. Ich war schon stolz, wenn ich den Kopierschutz des Spiels erfolgreich überwinden konnte und man mich auf das Gelände gelassen hat. Mit Maniac Mansion begann der Siegeszug der Point-and-Click-Adventures. Darin macht sich unser Held Dave mit zwei Begleitern auf, seine Freundin Sandy aus den Fängen des verrückten Wissenschaftlers Dr. Ed zu befreien. Eines meiner ersten Spiele als Kind und komplett auf Englisch. Mehr durch Ausprobieren und auswendig lernen war mein größter Erfolg, die Tür des Hauses mit dem Schlüssel unter der Türmatte aufzuschließen. Oder gar den Kopierschutz zum ersten Stock zu überwinden. Die irren Rätsel, verschiedene Lösungswege und der Humor machten Maniac Mansion zum Klassiker. Anders als in den späteren Adventures von Lucasfilm Games bzw. LucasArts konnte man hier sterben oder in eine Sackgasse geraten, die das Beenden des Spiels unmöglich machte. Das war fast so frustrierend wie eine Kettensäge ohne Benzin zu finden. Dafür gab es wohl eine der bekanntesten Interaktionsmöglichkeiten der Adventure-Geschichte. Benutze Hamster mit Mikrowelle. Vor langer Zeit in einem fernen Land machte sich ein Prinz auf, um die Tochter des Sultans vor dem bösen Visier Jafar zu retten. Dabei kämpfte er sich vom Keller bis zur Spitze des Palastes und überwand unzählige Fallen und Hindernisse. Sprünge und Rätseleinlagen mussten perfekt getimt werden, sonst drohte an allen Orten ein blutiger Tod. Zum krönenden Abschluss gab es ein beinhartes Zeitlimit von 60 Minuten für das gesamte Spiel. Larry Leffer ist der wohl bekannteste und erfolgloseste schwere Nöter der Spielgeschichte. Ein Spiel für Erwachsene und wieder auf Englisch. Wer an der witzigen Altersabfrage vorbeikam, durfte alle Befehle per Hand eintippen. Dass ich damit meinen 6 Jahren nicht sehr weit kam, ist logisch. Die ersten Screens des Spiels sind mir trotzdem unvergesslich geblieben. Wir reden hier übrigens nicht von der späteren VGA-Variante für Weicheier, sondern natürlich vom schönsten EGA in seiner glänzenden 16-Farben-Pracht. Wichtige Lektionen fürs Leben: nicht auf die Straße oder in dunkle Gassen laufen, sonst kommt man in die Spielfiguren-Reparaturwerkstatt. Außerdem konnte man viel über Frauen lernen. Winter Games war eines der wenigen Sportspiele, die ich intensiv gespielt habe. Durch die englischen Menüs musste ich mich allerdings durchraten. Egal, Hauptsache eigene Sportler kreieren und dann auf die Piste. Die Steuerung war eine Mischung aus Rhythmusgefühl und heftigem Hämmern auf die Enter-Taste. Wer genug trainiert hatte, konnte sein Glück bei den Olympischen Spielen versuchen. Oder auch nicht. Teil 3 von Commander Keen war mein erstes Jump'n'Run. Ich hatte keine Ahnung, was das Ziel des Spiels war oder dass die Entwickler von id Software später mal berühmt für ihre blutigen Ego-Shooter werden würden. Ich hatte meine Laserpistole, meinen Helm und meinen Pogo-Stick und jede Menge Level und verrückte Monster, denen ich auf den Deckel geben konnte, wenn ich nicht gerade Schokoriegel oder Torten eingesammelt habe. Dank der offenen Welt konnte ich sogar jedes Level des Spiels anspielen, auch wenn ich nicht jedes geschafft habe.
Aber das wahre Highlight des Spiels war das hier. Welches Spiel eignet sich mehr für ein kleines Kind, das sich nicht einmal die Schuhe zubinden kann, als ein militärischer Actionflugsimulator auf Englisch? Auch hier bestand die eine Hälfte meines Spielvergnügens darin, den Kopierschutz beim Start eines jeden Einsatzes zu knacken. Da ich in der Regel nicht einmal vom Flugplatz abheben konnte, beschränkte sich meine Taktik darauf, meine nähere Umgebung mit all den Waffen zu vernichten, mit denen ich meinen Helikopter vorher ausgestattet hatte. Oh, King's Quest. Wunderschön und sauschwer. Ganz davon abgesehen, dass auch das auf Englisch war und ich als Kind kein Wort verstanden habe. Auf der Suche nach seinem Schloss und seiner Familie starb König Graham 1000 Tode. Und wer an einer Stelle einen Fehler gemacht hat, der konnte Stunden später merken, dass das Spiel nicht mehr zu lösen war. Äußerst frustrierend, aber die schöne VGA-Grafik und die eindringliche Musik schufen eine tolle Atmosphäre. Von den komischen Audiodialogen mal abgesehen. Is that a new dance, Graham? The Bugaloo!